Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dark Souls. Ja, da ist die Maus mal wieder im Bild. Genau, ich bin immer noch erkältet. Es ist noch dieselbe Session wie das letzte Mal. Aber wir ziehen mal ein bisschen weiter. Gucken uns mal an, was diese Festung uns noch bringen wird. Wow! Da! Wow! Okay. Oh, das schwimmt der Nebel. Ach, verdammt nochmal. Das hat uns doch noch erwischt. Ah! So, einmal eben Ausdauer regenerieren. Du kriegst nochmal die Keule. Na, nicht die Keule, aber. So, aua. So, der stirbt auch ganz gut. Okay, jetzt müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, dass wir das Gift loswerden. Was bist du denn? Kommt nochmal. Das ist echt. Ah, wir haben zum Gift seitdem. Gibt alle Beeinträchtigungen auf. Na gut. Dann halt so das teure Zeug verballern. Oh, wofür haben wir es, wenn wir es nicht hernehmen, ne? Kommen wir da rüber irgendwie? Wahrscheinlich von der anderen Seite. So, Freundchen. Du kriegst mal gleich. Verdammt nochmal, das gibt's doch nicht! Okay, gucken wir mal. Entfernen Parasiten erst im Körper. Goldholz, Köderschild, Wanderfluch, Heimwerker, Prismaschellen. Ach, ich habe nichts, ich habe nichts, ich habe nichts. Leute, wir brauchen unbedingt mehr von diesen lila Blüten mit dem weißen Blätter. Verdammt nochmal. Giftung. Ach, verdammt, ja gut, dann müssen wir vergiftet bleiben. Mal halt regelmäßig mein erstes Flakon futtern. Ja. Nicht mit mir, Freundchen. Die Seele eines stolzen Kriegers. Das ist ja gut. Was ist das denn, was da hängt? Ach, das sieht mir mal wieder nach so einem Gammeldrachen aus. Gucken wir erstmal hier nochmal kurz rum. Vielleicht finden wir ja doch noch was, was unsere Aufmerksamkeit erregen könnte. Irgendwas gegen Gift wäre super. Ja, ihr seht, die Vergiftung an sich ist eigentlich nicht so wild, weil die nicht so viel abzieht, ja, aber die nervt halt unheimlich. Und die geht auch so langsam nur wieder weg. Und das ist halt echt. Ist der denn noch runtergekommen? Der hier. Der war doch vorhin da. Ach so. Ist wahrscheinlich einfach runtergesprungen, ja. Das kann sein. Hier rüberlaufen? Nein. Und kassier noch Fallschaden dazu. Ach. Ja, aber ich will trotzdem da hoch. Ja, mal gucken, wie wir da hochkommen. Oder darüber. Da scheint man auf jeden Fall irgendwie hinspringen zu können. Aber wir wissen ja, mit Springen haben wir es nicht so. Ich probiere es trotzdem mal. Springen natürlich voll daneben. Aber das könnte funktionieren. Das ist das andere. So, einfach mal darüber. Wenn man richtig springt, dann haut es schon so hin. Aber springen will gelernt sein, wa? Verdammt. Oh. Nehmen wir eben. Okay, das. Da ziehen wir die Rüstung nochmal aus, würde ich sagen. Ah, nicht den. Ah, so. Gut. Dann sollten wir es eigentlich schaffen. Okay, nicht auf diese Art. So, geht doch.
Wunderbar, dann können wir jetzt unsere Rüstung wieder anlegen. Sehr schön. Da geht sogar eine Leiter runter, da gucken wir auch mal schnell, was dann da ist. Und da ist auch noch was. Ich muss aufpassen, dass wir nicht durch die Löcher am Boden fallen, wenn wir die Leiter noch benutzen wollen. Ein Eibeseitiger. Ach, damit können wir vielleicht diese Dinger da außer Gefecht setzen, die uns ständig vergiften. So, gucken wir mal, was hier ist. Runterklettern. So. Auf jeden Fall. Oh. Hallo. So, nicht, dass der uns in den Rücken fällt. Das wäre dann doch ziemlich uncool. Diese Ratten sind ganz schön scheu, muss ich sagen. Die trauen sich echt nicht so wirklich an uns ran. So wie es aussieht. Ich sehe schon, irgendwann kommt mal eine. Und die fickt uns dann so richtig, weil wir uns im sicheren... Oh, Gemäldehüterkapuze, Gemäldehüterrobe. Oh, interessant. Gucken wir uns später an, wenn wir mal Zeit haben. Aber jetzt würde ich gerne, bevor wir an der Vergiftung sterben, noch ein wenig was Produktives schaffen. Und deswegen muss doch... Irgendwie versteckte Wand oder so. Irgendwas? Scheinbar nicht. Okay. Dann erstmal so. Ich frage mich gerade, warum wir so langsam sind. Ob das an einem Gift liegt oder ob wir das immer sind. Oder. Ja, keine Ahnung. Irgendwie schein ich langsamer zu sein. Also kommen wir zumindest zuvor. Kann sein, dass ich mich täusche. Ich glaube, da waren wir schon. Okay, da sind viele, viele Leute aufgespießt. Und da ist noch irgendwas. Das sieht auch nicht sehr gesund aus, wenn ich das mal so ausdrücken darf. So, wir gehen auf jeden Fall mal zurück. Und weiter in diese Richtung. So, da waren wir schon. Dann geht's da lang. Ich will erstmal den Turm erkunden. Ich mag Türme. Die sind immer so hoch. Okay, also scheinbar nicht. Dann woanders. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Treppe. Die führt uns in beide Richtungen, nach oben und nach unten. Jetzt will ich mal eben gucken, ob wir hier noch was finden irgendwo. Schnell ein erstes Flakon rein. Ich glaube, die erstes Flakons reichen uns nicht. Ah, ja. Wirst du wohl? Nein! Okay, die ersten Verkaufs werden uns mit Sicherheit nicht reichen. Lass mich los, du Mistbeast. Ja, ja, ja. Hätte sie gerne, wa? So, mal eben außer Gefecht gesetzt. Schnell erstes Verkauf eingegriffen. Mal gucken, wie es weitergeht. Scheiße, nur noch ein erstes Flakon. Es wird Zeit, dass wir ein Leuchtfeuer oder sowas finden. Können wir sowas sehen hier oben? Da unten vielleicht? Da ist auf jeden Fall Nebel. Ich will erstmal nach oben. Okay. Das Brückengeländer wurde von wahren Genies erbaut, so wie es aussieht. So, einmal Ausdauer bitte. Ja, ja. Ah! Scheiße, Leute. Okay, jetzt ballern wir uns den letzten erstes Verkauf noch rein. Sonst war's das. So, du kriegst mal auch eben die Breitseite. Verdammt nochmal. Fluchte, warte. So, Biest. Lebt immer noch. Na gut. Dann so. Können wir doch nicht auf uns sitzen lassen. Was ist denn das, ey? Verdammt nochmal, jetzt sitzen wir hier echt fest, oder was? Ja, genau. Der ist ziemlich tief. Voll runter, komm nicht mehr hoch. Ah, mir fällt gerade noch was ein. Seele bedeutet halt, die ist groß. Wir haben noch einen Haufen Menschlichkeit.
Damit können wir uns notfalls auch noch heilen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Das geht nicht. Ah, aber gut, was? Kommt uns aber auch nichts. So, da geht's rum. Scheiße, wir müssen da runter. Nochmal. Na gut, wenn es nicht anders geht. Au. Das tut auch weh, Leute. Hier war noch irgendwo ein Gegner. Scheinbar doch nicht. Okay, die Menschlichkeit, wenn wir leben weiterhin, dann können wir die Menschlichkeit durchaus noch dazu verwenden, irgendwo mal ein Leuchtfeuer aufzubauen und damit wieder eine ordentliche Portion Estus Flocons zu bekommen. Durch Vorrichtung verschlossen, natürlich. Was auch sonst? Okay. Na gut, dann gehen wir jetzt mal die Treppe hier hoch. Und zwar komplett. Gucken mal, was uns... Oh. Halt. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay, hier ist eine Treppe. Führt uns auf einen Balkon. Gucken wir einfach mal weiter. Ah ja, das ist die Brücke. Und da ist der Gammeldrache, der gerade einen Flügel verloren hat. Wow! Ich dachte, der wäre so halb tot. Ist der scheinbar nicht. Ist auf jeden Fall gut zu wissen. Shit. Müssen wir durch den Nebel da unten? Ich wollte eigentlich noch nicht durch den Nebel gehen. Dazu fühle ich mich im Moment noch nicht bereit. Zieh da? Nee. Verdammt. Wir haben auch keine Estus-Flocons mehr und nichts, womit man... Also, Menschlichkeit, klar, aber... Ach, Menno. Wollen wir doch über die Brücke? Nebel oder Drache? Gammeldrache. Das ist echt... Das ist echt eine fiese Entscheidung. Und nochmal... Nee, hier gibt es natürlich auch nichts mehr. Das wäre auch langweilig. Ach. Okay, er ist ganz nah auf jeden Fall. Ich bin gerade auch ein bisschen am Rätseln, ob wir den überhaupt besiegen können. Oh oh. Ja. Was ist das für Zeug? Okay, also die Entscheidung ist definitiv gefallen. Ich glaube, gegen diesen Drachen haben wir im Moment keine Chance. Aber hier ist ein ganz helles Leuchten. Durch den hier geschrieben. Bitte. Was wartet hier? Ah. Zum Glück, er löst sich auf. Das ist sehr gut. Dann gucken wir mal hier. Ah ja, ganz, ganz viele Gegner in einem wirren Haufen. Das ist auf jeden Fall ein Fall. Ach, ich trottel. Ach, die werfen alle Speere. Ballern nochmal so ein Ding rein. Gott, das macht irgendwie nicht den erwünschten Schaden. Auf jeden Fall nochmal. So. Du kriegst mal einen. Ah, verdammt, der hat nicht gerade gesessen. Nehmen wir noch eine Menschlichkeit. Oh, scheiße, ey. Ja. Bitte, wirst du wohl. Mach nochmal. Was ist hier los? Wieso treffe ich die nicht? Ja, geht doch. Das sind einfach zu viele. So, einmal so. Einen Schritt zurück. Bei euch. Genau dieselbe Geschichte. Aua! Gott, verdammt. Leute, wir haben hier ein kleines Problem. Aber die kommen zumindest nicht hier hoch. Das ist schon mal sehr gut. Habe ich nicht noch Feuerbomben oder sowas? Irgendwas in... der Art. Noch einen Estus Flocon? Nee. Okay, Feuerbomben. Ja, schwarze Feuerbomben. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Damit lässt sich doch auf jeden Fall was anfangen.
Ausdauer bitte. Okay, so können wir die, glaube ich, nach und nach klein kriegen. Okay, aber nicht während sie ihr Schild oben haben. Das ist uncool. Okay, der hat auch ganz gut gesessen. Dann werfen wir mal eben so eine rein. Bringt uns auch auf jeden Fall schon mal weiter. Nicht gut. Okay, die machen zum Glück auch nicht besonders viel von dem Wuchtschaden. Okay, nee, ein Schild brauchen wir eigentlich schon. Ja, komm, schlag mal zu. Du bist auch okay. Verdammt. Nehmt eure Schilde doch mal runter, Freunde. Das sind ganz schön eklig auf jetzt, muss man aufhören. So, gut. Einen Schritt zurück. Ein wenig Ausdauer. Einfach mal mit dem Schild hängen geblieben. Das war schlecht. Gut. So, jetzt haben wir bloß noch zwei Vereinzelte. Mit denen sollte man ja eigentlich klarkommen. Lederschild groß, sehr schön. Habe ich mir schon immer gewünscht. So, ein Toter. Ja, ich glaube, es wäre klüger gewesen, wenn wir gleich von Anfang an auf die so losgegangen wären, die ein bisschen auseinandergezogen hätten. Aber die haben uns auch schlecht hier rausgelassen, zu meiner Verteidigung. Ein Blutfleck. Ja, der ist ganz augenscheinlich bei diesen Viechern drauf gegangen. Ja, sieht ganz so aus. Ich bräuchte echt langsam dringend ein Leuchtfeuer. Da haben wir nur auch nicht gerade viel Leben noch übrig und ganz ehrlich, ich habe schon einen Haufen Menschlichkeit rausgehauen. Wir gucken mal, der nächste Gegner, auf den wir treffen, da sehen wir dann schon, ob wir den so klein kriegen oder ob wir tatsächlich ein Leuchtfeuer brauchen. Ah, nochmal eine Ritterseele, sehr schön. Ja, oder ob wir tatsächlich Heilung brauchen. Ansonsten kommen wir ja eigentlich so noch klar, würde ich mal meinen. Ja, kann ich auch nicht kaputt machen. Ich dachte vielleicht. Okay, da oben liegt auf jeden Fall einer. Hier geht's im Brunnen nach unten. Ich bin mir aber echt nicht sicher, ob wir da runter sollten. Und dann ging hier noch irgendwo eine Treppe hoch. Ah ja, die hier. Okay, auf jeden Fall mal das da noch schnell geholt. Ring der Opferung. Was macht ein Ring der Opferung? Ah ja. Keine Verluste bei Tod, aber der Ring bricht. Okay. Schon mal gar nicht so schlecht. Wir haben schon wieder 41.000 Seelen. Irgendwie müssen wir die mal rausballern. Okay, ist hier sonst noch was? Da hinten geht's noch lange. Ich glaube, ich gehe erstmal in den Brunnen. Weil Brunnen sind ja bekanntlich auch gute Spots für Leuchtfeuer. Ich kann nochmal so langsam nach unten klettern. Und gucken, ob hier was ist, bevor ich mich vollends hier reinwage. Okay, dunkle Gänge. Ah! Scheiße! Okay. Dann gehen wir eben erneut dorthin. So, Mist. Okay. Ja gut. Da muss man jetzt durch. Hilft nix. Ja. Du erstmal.
Ihr seid doch alle schon tot. Wenigstens können wir uns ein bisschen Weg sparen. Zum Beispiel müssen wir nichts mehr erkunden. Wir müssen nicht mehr auf den Turm hoch. Wir müssen auch nicht mehr den anderen Turm hinein. Aua. Und wir haben wieder 5 Estus verkauft. Das ist auch ganz super. So, allerdings können wir uns auch wieder vergiften lassen. Das ist der Nachteil bei dem Ganzen. So, ganz schnell einen zurück. So, da bleiben wir schön auf Abstand. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht mal diese Ei-Beseitiger benutzen will. Ich weiß nämlich gerade überhaupt nicht, wie die funktionieren. Okay, anscheinend anders. Das so. So, und schnell zurück. Okay, so kann man die relativ gut töten, ohne dass man selber dabei drauf geht. Ah ja, guck mal. Darunter müssen wir. Und die Viecher sind natürlich wieder da. Aber ich glaube, die werde ich dieses Mal ganz dezent umgehen. Kommen wir da runter? Schneller meine ich. Scheinbar nicht. Okay, okay, okay. Ja, ich weiß. Das so wohl. Ich schleiche mich da einfach mal vorbei. Ganz. So. Und darunter vielleicht? Naja. Ah, Moment. Ich gehe gleich hier runter. Ach, scheiße, da war ja Abgrund. Naja, aber. Hilft ja nichts. Hauen wir uns noch so ein erstes Flakon hinter die Binde. Gucken dann gleich mal hier raus. Ah! Ja, denkst du, wa? So, einmal Ausdauer bitte. Ja, probier's noch. Dreckstück. So. Geschichte. So, ich renne mal eben schnell hier vorbei. Ah ja, die schießen genau, das hatte ich vergessen irgendwie. Macht aber nichts. So, Hauptsache wir kriegen wieder unser Zeug. Da war nämlich ein Haufen Menschlichkeit und Seelen dabei. Nein. Jetzt. Hat er sich so gedacht, wa? Nein. Der ist ja scheiße. Ah, der lebt noch. Jetzt ist er tot. Gut, gut. Wir haben unser Zeug wieder, alles ist gut. Okay. Den haben wir auch ganz gut blocken können, muss ich sagen. Ja, klar. Mehr. Dann würde ich sagen, erstmal geradeaus weiter. Ja, genau. Gut. Oh, so, was fallen das? Knochenradschild. Gucken wir uns auch mal an. Ach, wir müssen ja noch was anderes angucken. Fällt mir gerade ein. Schlüssel für Anbau. Sehr schön. Vielen Dank. Können wir bestimmt brauchen. Der kam gerade von der Decke gefallen, deswegen würde ich mal sagen, Augen nach oben. Okay, hier ist dicht. So. Moment, jetzt werde ich mal erstmal. Ja, obwohl verlaufen werden wir uns hier unten nicht können. Gehen wir da lang. Okay, da ist nichts. Hier ist auch. Na, ja, warte, hier geht's ab. Da geht's nicht lang. Gehen wir erstmal hier lang. Ist auch nichts. Ich sehe gerade, es wird mal wieder Zeit, die Folge zu beenden. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat's gefallen. Und hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei.
Bis dahin wünsche ich einen schönen Abend, schönen Tag, was auch immer. Und sage ciao, ciao.